Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hey, Fight, keiner, Video ist ja nicht, ist ja ein Stream, aber ja. Kurz mein Laptop noch bereitstellen, dass ich meinen Stream selbst auch sehen kann. Komm da her, du Laptop, ey. Kurz mal einen Code eingegeben. Und ja. Was ich mache heute, ist eigentlich nichts anderes wie mein Server vorzubereiten. Und zwar, ja, mein Server und der IP wird eigentlich angezeigt, glaube ich zumindest mal. Ich hoffe es, sonst habe ich gerade verkackt. Freundlich ausgedrückt. Maus ist ja irgendwie verdreckt, ey. Ja. Ich bin live. Cool, cool. Zuschauertechnisch sehe ich alles. Kurz ins Kreatorstudio wechseln. Da dann noch kurz zum Livestreaming. Und tada, ich bin live. Yay. Ja, welche Datei ich gerade suche? Ich suche zurzeit die Datei der Config von PermissionX. Hier, permissions.jml. Und zwar kreiere ich jetzt hier ein paar Permissions. Übrigens, das Team, was ich gründen will, heißt Stone Pixlers. Und dann schauen wir mal hier hin. Als erstes brauche ich kurz das Mundems. Nee, das ist eine Fotoplatzierung. Nein. Dateien, Konfigurationsdateien. Oder nee, Dateien. Plugin-Liste. Momentan installiert. Okay, hier drüber habe ich auch keine installierten Dateien. Installierte Plugins. Hier habe ich Plugins. Da kann ich für Plotscrad Bucket. Nee. Ich brauche EasySpawn. Der Server habe ich dort bereits geändert. Kurz mal reloaden. RL. Ja. Run. Okay. Läuft aber alles noch. Okay, reload is complete. Hier bin ich. Hi. Erstmal. Okay, Mod 1. Hier bauen wir einen Spawn. Zum kleinen, knackigen Spawn. Für einen Plot-Server. Der, hier unten erstmal überall nahezu gleich werden wird. Und zwar interagiert er. Oh, ich habe schon einen Zuschauer. Hallo Zuschauer. Wie ist dein Name? Mich nennt man Levi-O. Ja, ich weiß, ich bin irgendwie komisch drauf, aber ja. Ich bin nun mal so. Da kannst du jetzt nicht ändern. Du kannst machen, was du willst. Ich will nur wissen, wer mein Zuschauer ist. Hier bin ich 1, 2, ach. Time. Set. Day. So. Slash. Game Rule. Do the night cycle false. 1, 2, 3, 4. Tak, tak, tak. Letztes Mal kam es ja etwas komisch mit diesem Shader aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, weshalb.
Deswegen gehen wir mal hier hin. Zu meinem alten Schädel, den ich zuvor einmal benutzt habe. Und hier wieder kurz hinstapeln. Dann hier. Das hier, mein Serverteam wird komplett unabhängig von Logims interagieren. Keine Ahnung, wie viele Male ich das bereits gesagt habe, aber ja. Unabhängig. Ich meine, ja, das andere, aber ja. Auf jeden Fall wird es nicht, aber doch unabhängig stimmt schon. Es ist egal, was auf Logims los ist oder so. Das Serverteam wird komplett von mir geleitet und da interessiert es auch nicht, wenn jetzt, wenn Lukas sagt, hey, du, bau mal etwas. Müsst ihr kein Interesse zeigen. Wirklich null Interesse. Denn das Team gehört nur mal dann eigentlich mir. Die Aufträge schaue ich ein bisschen natürlich, also schaue ich natürlich, dass sie ein paar überhaupt kriegen. Und wer sich bewerben will, kann das sehr gerne bei mir tun. Die IP ist mc.liefer.net. Ja, wird ja angezeigt. Zweimal sogar. So. Ihr dürft gerne nachschauen, natürlich. Jetzt habe ich nämlich noch alleine. Mein Laptop will die ganze Zeit sein BIOS updaten. Ich habe jetzt seit langem mal keinen Plan mehr gemacht, wie ich was baue. Das heißt, wenn du jetzt gut oder wird scheiße. So oder so, irgendetwas wird es ja wohl werden. Übrigens ist ein kurzer Stream. Also nicht denken, ich bin jetzt 2 Jahre lang hier und sitze da und baue. Ist ein kurzer Stream, was ich heute mache. Wieso ist die Axt überhaupt dort und du überhaupt hier? Dich brauche ich auch nicht, dich brauche ich auch nicht. Was ich dafür wiederum brauche, seid ihr zwei guten Kollegen hier. Seid ihr? Ihr dürftet euch auch gerne mal melden. All diese unfreundlichen Dinger. Ups. Wer diesen Plot hier hat, tut mir leid. Nein. Natürlich repariere ich ihn kurz. //Set. 2 war die gerade. War krass, ja. Plots können auch ganz einfach geclaimed werden mit /plot-claim. P-Commands funktionieren nicht, da die sich nicht mit Voxelsniper vertragen, habe ich nur in der Config drin deaktiviert. Und Voxelsniper auf jeden Fall in so einen Server reingehört. Finde ich jetzt. So ein kleines Spawnhaus wird das. Wäre meine Idee jetzt. Was wird dir bauen? Schreibt's mal. In Chat. Ja, ich lese in Chat diesmal. Übrigens, wie hat euch das Fastbuild gefallen? Würde mich auch nochmals interessieren. Und wollt ihr sowas öfter sehen? Wo ich natürlich, meine Idee wäre jetzt irgendwann mal auch wieder Mr. Redstone mit reinzuholen. Vielleicht kennt ihr ihn noch. Ja. Wieso Mr. Redstone? Er ist eigentlich immer noch mein Kollege. Und ich finde, er darf ruhig auch mal wieder in einem Video von mir dabei sein. Es hat ja eigentlich damit angefangen, glaube ich, irgendwie über von Lukas haben wir uns kennengelernt. Und ja, damit ich immer öfter in seinen Streams aufgetaucht, da ich nun mal auch ein sehr Redstone-Begeisterter war und auch noch bin. Allerdings nicht mehr ganz so stark wie damals. Habe halt schon eine Weile kein Redstone mehr gemacht. Das letzte, was ich mit Redstone gemacht habe, war sogar in einem Video. Das letzte, was ich gemacht habe mit Redstone, war damals, wo ich das automatische Sortiersystem gemacht habe. Das ist, glaube ich, das letzte, was ich gemacht habe. Das ist ja schon ein Jahr her.
das automatische Sortiersystem, das in einem Snapshot perfekt funktionierte. Und dann bin ich zu der Originalversion rübergewechselt. Und dann hat es angefangen leicht zu buggen, allerdings hat es irgendwie doch noch geklappt. Also bei jedem zweiten Versuch. Dürfte ja gegangen Nacht schon. Ich weiß, ich sage das jetzt öfters, aber ja, dürfte wirklich gegangen Nacht schon. Zurzeit gibt es noch keine wirklichen Packs-Rechte und alles drum und dran. Zurzeit verwalte ich selbst auch das Ganze noch. So habe ich heute früh eröffnet. Noch nicht wirklich was dran machen können. Also jetzt ein paar Plugins draufhauen. Unter anderem Permission X, was ich noch nicht richtig unterteilt habe. Das sieht, glaube ich, nicht mehr so schlecht aus. Was ist besser? So? Oder so? Ich glaube so. Nee, ich mach mal lieber so. Ich glaube, es ist praktischer. Vielleicht nicht. Vielleicht sieht es nicht besser aus. Aber ich glaube mal, es ist praktischer von dem, was ich vorhabe. Jetzt mache ich es ja wieder falsch. Von dem, was ich vorhabe hier. Weiter. Das Dach. Wie mache ich das Dach? Das überlege ich mir noch. Okay. Ich denke mal, ich sollte einfach mal nicht immer nur über Bauen und Bauen und Bauen reden und euch zu Tode quatschen über Bauen und Bauen und Bauen und Bauen und Bauen, 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 Bauen. Sondern ich könnte vielleicht sogar mal anfangen, ein bisschen zu talken, was so bei mir alles los ist. Also Fragen könnt ihr gerne stellen. Sehr gerne. Und sonst erzähle ich einfach ein bisschen, wieso mein Tag war. Und zwar hat er eigentlich erstmals ganz okay angefangen. Meine schönen, guten 2 Stunden Schlaf gehabt. Also das war schon mal sehr schön. Und ja. Als nächstes, nachdem das Ganze ein bisschen angefangen hat, so ein bisschen gemütlich war und dann so ein bisschen was getrunken, also kein Alkohol oder sowas, und eine Schokolade, also Schokolade getrunken, Kaffee hatte ich auch schon, lecker Kaffee. Auf jeden Fall habe ich nach dem Kaffee trinken, da habe ich, glaube ich, hier mache ich einen Ausgang hin. Da habe ich noch ein Nutella-Brot gehabt, stimmt. Nutella-Brot gab es da. Noch so als Frühstück. War lecker. Dürft wirklich gerne nachjoinen. Was könnte ich noch erzählen? Ach ja. Puh, nee. Kann ich dir, was ich erzählen kann? Ja, könnt mir bitte Fragen schreiben, wenn ihr was hören wollt über meinen Tag. Und sonst berichte ich nicht wirklich, sondern gebe mir Tipps beim Bauen am besten. Und zwar, in kurzer Zeit zu bauen ist schon mal schwer. Also 20 Minuten Haus war wirklich enorm knapp gebaut. Von der Zeit her. Es wurde okay. Und gab auch nicht gerade enorm viele Probleme im Haus, aber ein paar wenige gab es da. Und ja, klar, man kann sich perfekt machen, 20 Minuten ist recht nicht. Aber ich finde, das Haus ist eigentlich ganz okay geworden. Wie wirkt es, wenn ich hier das hellere Holz nehme? Ich finde,
Das andere Holz geht gerade sonst irgendwie unter. Nee, wirkt nicht gut. Und wenn ich jetzt hier das nehme, das Fichtenholz, wirkt besser. Finde ich jetzt zumindest. Weiß ja nicht, was. Hab ich es auch noch hingekriegt, was ihr für eine Meinung dazu habt. Aber ich finde, es wird deutlich besser. Ja, die Welt wurde gesichert. Fragezeichen 8 World saved. Lol. Deswegen nimmt es auch hier diese lustigen Stützen unten. Und unten muss ich mir noch was einfallen lassen, das Ganze etwas mehr 3D wirken zu lassen. Das hier sieht sehr flach aus. Aber da fällt mir dann schon noch was ein, wenn es so weit kommt. Oh, so ein Zufall. Dieser Plot gehört ja Levi U. Manchmal habe ich Server sein installiert. Slash hell. Auf dem Server ist niemand okay. Könnt wirklich sehr gerne draufkommen und mal versuchen zu joinen. Warte mal. Geh kurz raus. Escapen. Nee, nichts da, nichts da. Nichts da. Oh, hallo Stream. Wie geht's denn euch? Nichts da, nichts da, nichts da. Muss man das von Hand machen? Bin ich noch? Ja, mit dem Wirklamper Lidl ist noch da. Gut, trotzdem starten. Dann teste ich gerade mal, ob das Ganze funktioniert hat. Von der technischen Seite her. Oh, das ist jetzt neu. Oder nicht? Was ist das Neue? Das sieht lollig aus. Du bist neu. Gut. Multiplayer. Und Add Server. mc.levio.net. Natürlich im Caps-Lock-Style. Ganz nach unten. Squall. Hierhin. Connecten, connecten, connecten. Ich lande hier. Genau. Ich lande hier. Ist doch gut, oder? Wieso lande ich denn hier? Ich habe doch dich nicht mal mehr als Standardwelt drin. Das heißt gleich mal etwas suchen. Disconnect. Confirm. Also, wieso lande ich dort, wenn ich neu auf den Server komme? Jetzt heißt es mal kurz hier hingehen. Das sollte nämlich sicherlich irgendwo drin stehen. Wenn ich auf Zurück, Dateien, Konfigurationsdateien. Und da ist doch sicher. Multiverse Core. Worlds oder Config? Ich gehe mal auf Worlds. Das klingt richtig komisch. Hier ist Spawn Location. Hier könnte ich die noch kurz ändern. Wäre auch gut. Wenn ich mal hier kurz hingehe. So. Und da von da, in der hässlichen Ecke, beim hässlichen Endlein, mal so ein bisschen hier hin mache. So etwa hier. Ach, ich habe jetzt hier doch die Wand zugebaut. Nein. Ich würde sagen, hier sollte etwa gut sein. Da F3 drücke, da mache ich jetzt F11 drin. Na, die ganzen Koordinaten habe ich nicht. Aber ich habe einen Großteil davon. Und zwar im V-Spawn Location. Da gibt es doch irgendwo das sicher. Wo sehe ich, was es ist? Antifree Config. Hier, vielleicht. Bitte. Global Debug 0. 1.
Cooldown, Version, Default Search, Portal, Search Radius, Prefix Chat True. Ja, speichern. Aber bei Multiverse habe ich hier bei Worlds einfach nicht das Richtige gefunden. Wo ist denn das? Hier, PvP, 2 auf der Ctrl F. Nein. Und hier brauche ich Stoneplots. Hier, genau das hier habe ich gesucht. Danke sehr. Okay. Hidden False, Color White, Style Normal, Color Red, Style Normal, PvP True, Scale 1.0, Respawn World, Difficulty Easy, Spawning, MV Spawn Settings, Animals, MV Spawn, Sub, MV Spawn Location, Player Limit minus 1, nee. Das Player Limit stell ich mal auf 50. Seed, Generator, Any Format, World Blacklist. Gibt's nicht. Bad Respawn. Okay. Autoload, True. Da muss ich jetzt ein bisschen was rumschrauben. Zeit 260, 76. 67, 260. Was kommt jetzt noch? War das jetzt? Hier kommt die Z, Back to Game. 263, okay. 263. Gut. Game Mode. Creative. Hunger True. Amount. Mob Spawn. Animals. False. Spawn. Mach ich wieder. Vect kann ich einfach auch hier. Vorstellen. Spawn Subsettings. False. Amount. Style Normal. Okay. Dann bei Movison. Wie erkennt es, dass hier die Hauptwelt ist? Color White. Alles normal. PvP, alles. Respawn World, auch. Allow what? Weather, auch. Difficulty, easy, auch. Spawning, auch. Wo steht das? Dass das hier die richtige Map ist. Portal Form, all. Game Mode, Survival. Keep Inventory, true. Spawn Location. Doppelpunkt MV Spawn Location Autoload True Seed Player Limit Hidden False Alias Color. Das ist dann schon das Ende von dem. Wo steht das? Habe ich hier unten etwa kein Alias oder sowas? In der Art gibt es ja hier unten sicher auch. Hier gibt es auch sicherlich auch irgendwo ein Alias. Ja, ist alles gleich. Alles exakt gleich. Hello, weather. Ich speichere das mal kurz. Dann Server. Stoneplots. Ist auch richtig. Leer für World. Dann gehe ich mal einfach Dateien. Konfigurationsdateien. Servereinstellungen.
Hier, Level Sun. Nee. Da sollte es irgendwo Swamp Protection, Texture Pack, View Distance, Whitelisting, Max Tick Time, OP Permission Level. Puh. Enable Command Blocks, deaktiviert, aktiviert. So. Die sind jetzt aktiviert. Server. Gehe ich einfach kurz hier. Ich kann dich eigentlich schließen, stimmt. Hier wieder hin. Duck, duck, duck. Slash RL. Wenn ich jetzt RL mache, habe ich dort, wo ich etwas aus Versehen weggecuttet habe. Slash RL. RL. Okay. Wurde wieder in Game Mode 0 gekickt, wie erwartet. Game Mode 1 kann ich gehen, machen, was ich will. Geht nicht. Wenn ich jetzt hier hingehe, so. Der Wettercycle ist wieder aus. Game Rule. Do Weather Cycle False. Slash Sam Weather Clear. Wetter wurde zusammengewechselt. Okay, das geht immerhin noch. Aber ich habe keine Ahnung, wieso es nicht geht. Jetzt keine Flags, jetzt auch keine Flags. Wenn ich jetzt wieder auf Dateien gehe, Konfigurationsdateien und jetzt sicherlich wieder bei Multiverse hier bei der Con, nee, nicht Config, bei der Worlds hineingehe. Da ist wieder. Irgendwo sicher. Ich mache einfach wieder. Ja. Stoneplatz hier. Danke. Hier. True. Style Normal. Color Right. Ist wieder alles umgestellt. Dass ich nichts dran geändert hätte. Weiß irgendjemand von euch, wie man das regeln kann? Das nervt so dermaßen. Habe ich da eine neue Nachricht? Nee. Wie kann man das denn umstellen? Ich will das doch nur umstellen. Game Mode ist wieder auf Survival. Dann habe ich aber auf Creative. Creative. Speichern. So, wenn ich jetzt wieder hier hingehe auf die World, Ctrl F, Creative, okay, da ist jetzt noch da, speichern, Server, neu starten, diesmal gleich drastisch werden, mache ich hier noch kurz Platz auf 50, speichern. Gut, jetzt hat der Server kurz neu gestartet, oh, zwei Zuschauer, hallo, neuer Zuschauer. Das heißt, jetzt warten eigentlich. Wie viele Abonnenten habe ich zurzeit? Live Counts. Einundsiebzig. Danke sehr. Danke an alle, die abonniert haben. Freut mich richtig. Alles wieder da. Zirklus? Nee, lüg nicht. Da ist doch da. Das Problem.
Also ich bin schon mal creative hier. Slash MVTP. Stoneplatz. Ich spawn zwar an der komplett falschen Stelle. Hier plötzlich. Aber ich bin ein Creative. Ist schon mal ein Fortschritt, würde ich mal sagen. Ja. Kein großer, aber es ist besser wie vorher. Leider funktioniert das Ganze aber immer noch nicht. So wie ich will. Ich baue kurz hier. Ich meine, die Außenfassade fürs erste fertig. Und jetzt heißt sie da. Hier. Dateien. Konfigurationsdateien. In die Worlds. Und dort jetzt mal überall. Worlds. JML. Originalanzeigen. Kno. F. Soundplatz. Ich wusste nicht, was ein Netter hat. Hier hat es auch Soundplatz. Gut. Red. Respawn World, a little wider. Kann ich auf False? Hier. False. Spawning. Animals. Okay, da ist jetzt eigentlich alles richtig, außer der Haupt-Game-Mode. Creative sollte der eigentlich sein. Und hier sollte 260, 67, 263 stehen. Speichern. Jetzt gehe ich noch mal drauf. Gut. Passt. Creative. Nochmal speichern. Server. Neu starten. Mal schauen. Hat's funktioniert? Refresh. Ah. Oh. Hat's funktioniert? Kämpf mal drauf. Da ist er ja wieder online auf dem. Ja, ich komme auch drauf. Und ich spawne neben meinem Haus. Noch weiter neben meinem Haus. Im Game Mode 0. Game Mode 1. Und zwar an der Koordinate 270, 65, 269. Wieso? Wieso? Kann mir da bitte irgendeiner das mal erklären? Ich check das nicht. 260 steht nirgends, ne? Jetzt nicht mehr, hä? Zwei steht, ja. Dann suche ich doch mal Stoneplatz Nether. Ne, ich will den Stoneplatz weiter unten. Den hier. Den Stoneplatz hier will ich. Und da ist plötzlich wieder der Game Mode falsch, oder? Also immerhin komme ich ja gleich mal auf den richtigen Server jetzt. Ja, ich werde das Ganze halt offline versuchen zu regeln. Auf jeden Fall, was im heutigen Stream. Schön, dass ihr wart. Und damit, ciao, Leute.